Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levelscast 12.10. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Ja, der kleine Fuß Smallfoot ist am Donnerstag erschienen. Ganz neu, ganz aktuell, brandheiß. Kommt dieser Yeti-Spaß auf Blu-ray und DVD. Und ja, Smallfoot. Normalerweise kennen wir Bigfoot. Und das ist die schmalere Variante, würde ich mal sagen. Enthält Songs zum Mitsingen. Und ja, das ist wohl das Wesen, was uns im Film begegnet. Und hier haben wir einen Menschen. Ja, was er mit ihm zu tun hat, werden wir dann sehen, Freunde. Zack. Die Yetis sind echt cool, die Musik gut und die Story ist einfach lustig. Schreibt Movistar. Okay. Eine Legende wird auf den Kopf gestellt, als ein aufgeweckter junge Yeti namens Migo etwas entdeckt, das es angeblich gar nicht gibt. Einen Menschen. Aha, also die Story von der anderen Seite. Normalerweise entdecken ja die Menschen die Yetis und er entdeckt halt einen Menschen. Interessant. Die Neuigkeit von diesem Smallfoot lässt in der Gemeinschaft der Yeti enorme Unruhe darüber aus, was es denn sonst noch in der großen Welt jenseits ihres verschneiten Dorfes gibt. Und das ist erst der Beginn einer ganz neuen, nie dagewesenen Geschichte über Freundschaft, Mut und Entdeckerfreude. Ah, okay. Das Ganze erinnert mich an diesen Dino-Film, wo halt der Dino den kleinen Jungen entdeckt. Und hier... Ach, Smallfoot ist bestimmt er hier, weil er so kleine Füße hat. Die anderen haben Riesenfüße. Ah, denke ich mal. Okay. Specials, Songs zum Mitsingen, Kurzfilm, Musikvideos und vieles mehr. Hier sehen wir ein paar Bilder aus dem Film. Hat so ein bisschen Knet-Animationstechnik, würde ich sagen. Aber... doch schon sehr interessant gemacht. Weiß-blauer Yeti. So, Video 1080p High Definition 16:9 DTS HD Master Audio. Deutsch 5.1, Englisch 5.1, Spanisch 5.1, Euskara 5.1. Was ist Euskara, Freunde? Was ist das für eine Sprache? Euskara. Mhm. Untertitel haben wir Spanisch und Koreanisch, Englisch und Deutsch. Das Ganze dauert 92 Minuten. Was ist das für eine Sprache? Euskara? Das steht doch Euskara hier, Freunde. Aha, okay. So. Dann packen wir das Ganze mal aus. Lässt sich natürlich butterweich auspacken, hätte ich jetzt gesagt. Aber ganz ohne Schere geht es wohl nicht. Ja, wozu schneide ich das dann an, wenn es nicht funktioniert? Mann! Zack. Das Ganze hat mich 15 Tacken gekostet, minus 15% von Müller, also 1,5, 2,20 Euro runter. Dann kommen wir auf den DVD-Preis für die Blu-ray. Wunderbar. So sieht das Ganze von innen aus. Auch schön, dass das Cover anders ist. Beziehungsweise ist das gleiche, nur so ein bisschen anderer Ausschnitt. Dass es so ein bisschen anders wirkt. Und diese Luftlöcher kennen wir natürlich, diese Klimaanlagen für Blu-rays. Naja, gut. Das war das Unboxing zu Smallfoot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye. Wie Yeti hier sagt. Bye, bye.